So, ich soll jetzt einen dummen Einleitungssatz bringen. Moment. White Russians, wir wissen, wie ihr fickt. Ja. Ich hoffe, ihr habt das Wort für jetzt verstanden, weil sonst heißt es wieder, sie ist doch vulgär. Es ist sie manchmal, aber der lacht sich hier gerade voll den Ast ab. Nee, gar nicht. Lachst du mich aus? Hey, lachst du mich aus oder was? Ich lache über dein gar köstliches Wortspiel, welches bestimmt jeder verstanden hat mit wir wissen, wie ihr tickt, was auch nicht stimmt, aber hey, es war super. Na, soll ich lieber sagen, wir wissen, was die denken, das ist doch scheiße. Das ist erstens Horizon und ja, du bist niemals so geil wie Horizon, denn jeder liebt Horizon, mit jeder meine ich mich. Und zweitens ist es nicht dümmer als alles, was ich mal als scheiß Einleitungssatz sage oder das, was Düs jetzt inzwischen für eine Kacke von sich gibt. Das ist vollkommen normal, das ist alles im Rahmen. Es ist liebe Grüße an Düs, wir lieben dich. Wir brauchen dich. Wir wollen drauf auf dich. Na, aber sicher. Ach ja, hier, das ist ja ein Intro. Und zwar haben die sich ja jetzt aufgeteilt und Billy wollte mit Vicky ausspähen, was beim Lazarev so geht. Der kommt ja gut zurecht. Und Flumette wollte A zur Gang, weil es da jetzt Stress gibt, und B dann hier nochmal gucken im Trollghetto, was da ist. Das wird also heute behandelt. Aber ganz wichtig mit Och Zusammenfassung. Zusammenfassung, ja. Guck mal, wie ein Moderatorenteam hat das Stichwort einfach mal eiskalt geblickt. Natürlich. Sophisticated. Die Kirsche hat sich mit uns getroffen beim letzten Mal. Und eigentlich sind wir voll piratenmäßig unterwegs gewesen. Und die Kanone. Oh Gott, ja, das Ding war so gut. Auf verschwitzte Männer, Oberkörper. Oh Gott, ich glaube, ich darf mir das nicht anhören, dann ekel ich mich wieder. Aber, genau, wir sind im Shipwreck gewesen, weil das Ding hatte ja neu aufgemacht. Wir sind irgendwie seitdem nicht wieder da gewesen. Und ich glaube, wir sind... Ha, das ist, glaube ich, in den Test-Sessions, wo wir zum ersten Mal da waren. Leider nicht. Auch nicht. Das ist noch davor. Shit. Die waren schon mal in dem Club, ja, bla. Und haben da hatte der aber noch kein Gesicht. Da hatte der noch kein Gesicht und haben da mit Vicky ein bisschen rumgepimmelt, die einfach struckte war, wie sonst war es. Alisa ist dort schwanger geworden, also nicht dort direkt, aber das ist ja alles in der Folge drin gewesen. Aber sie waren schon mal dort, jetzt ist es ein Piratenclub und da gibt's eine Konfettikanone und das ist natürlich gut. Ja. Jojo hat kurzzeitig überlegt, sich selbst durch die Konfettikanone schießen zu lassen. Das hat sie selbstverständlich nicht laut geäußert, weil... Jeder wollte sich schon mal von einer Kanone verschießen lassen, weil das bestimmt voll cool ist. Ich würde es auch immer äußern, das gibt mir so ein gewisses professionelles Flair. Ich will irgendwo einbrechen in ein Lagerhaus mit Sicherung, mit potenziell taserigen Waffen und da äußere ich vorher kurz die Möglichkeit, mich durch eine Konfettikanone schießen zu lassen. Das wirkt professionell. Ja, durch eine Konfettikanone durchs Fenster oder über den Zaun ins Gelände. So dumm ist, glaube ich, noch nie jemand gewesen. Ich glaube nicht, dass sie mit sowas rechnen. Also, der Gunfist, ne? Der hat voll Bock, meinst du? Ja, der hat richtig Bock, so eine Konfettikanone, hallo. Nichtsdestotrotz haben wir uns dort mit der Kirsche, also mit Vicky, getroffen. Nichtsdestotrotz ist voll der Düssatz, darfst du nicht klauen, aber ja, ihr habt euch mit Vicky getroffen. Entschuldigung, das ist einfach Düses Einfluss, da kann ich nichts gegen tun. Ich liebe ihn. Da übernimmt man sowas einfach. Müsstest du am besten wissen, Mr. Awesome. Wow! Yep. Genau, wir haben uns mit Vicky getroffen und haben zum einen so die Informationen abgequatscht, die wir so hatten, haben geplant, was wir jetzt machen, haben im Grunde genommen auch das geplant, was wir jetzt in den beiden Einzelsessions machen, / gemacht haben, mehr oder weniger. Und das war's eigentlich. Viel mehr ist da nicht passiert, außer dass Billy einen Vogel hat und... Ich glaube, das mit dem Tukan versteht keiner. Nicht? Das ist schon eine Woche her. Na, okay, aber sie hatte doch diesen wunderbaren Tukan von Jojo auf der Schulter da und hallo Düse. Aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert, das mal. War schon okay. Du hast schon ein bisschen gelacht. Ja, war schon okay. Ja, siehst du, es muss jetzt mal honoriert werden, sonst schmetterst du meine zugegebenermaßen oft recht schlechten Witze ja auch immer ab und honorierst das nie. Zu Recht. Dabei lachst du voll oft, ich höre das immer und dann sagst du immer, oh nee, ich hab nicht gelacht. Das hört die aus 60 Kilometer Entfernung. Natürlich, man hört dir an, wenn du grinst. Okay, das ist durchaus möglich. Genau. Außerdem kenne ich dich und weiß, dass du über sowas lachst. Möglich. Was auch noch sinnig wäre, dass dieses Ding mit Düse ist natürlich, also das, was jetzt kommt, ist natürlich voll straight und forward und das macht einfach voll den professionellen Job mit Jojo. Naja, und Flummi war da in der Zeit, wo wir es aufgenommen haben hier, das heißt wiederum, dass es irgendwie zu komischen Nebengeräuschen so einem Scheiß gekommen sein kann, die ich nicht wegschneiden kann, bla bla, kennt man ja, bla. Aber
Das musste halt sein, weil nach einigen Vorfällen, die mit Kannibalismus, insbesondere im Falle von Kleinkindern, irgendwie da in ihrem, also in dem Ort, wo Flumi lebt, vorkamen und man sie völlig zu Recht verdächtigte, hat man einen sehr großen Scheiterhaufen errichtet, was nun dazu führte, dass sie hier spielen musste. Kurzzeitig. Also ich habe mich in der, ja, in diesem Ort, in dem ich lebe, gibt es sowas wie ein Abwassersystem, nur extrem rudimentär. Das heißt, die karren die Scheiße noch mit Tankwagen aus dem Ort und ich habe mich dann kurzfristig in so einem Tankwagen versteckt, bin die 60 Kilometer nach woanders gefahren und ich bin übrigens geschnorchelt. Das war super professionell von mir. Alter. Gut. Oh, ich habe noch nie so schöne Formen, Farben und Marinade gesehen, wie in diesem Tankwagen. Oh, fuck. Siehst du, vor sowas ekel ich mich jetzt wieder nicht, aber wenn ich irgendwelche komischen Sachen sage, ekel ich mich. Wir sollten unbedingt dieses Intro noch länger machen, es wird qualitativ immer hochwertiger. Alles klar, also ich empfehle euch, wenn ihr mal auf dem Festival seid oder so, die Dixie-Klos ausgepumpt werden, schnorchelt bei dem Tankwagen. Ja, das kann ich wiederum auch empfehlen. Viel zu sehen. Empfehlen, meine ich, ja. Das ist super. Den Mais kann man übrigens in 90% der Fälle noch essen. Das ist richtig. Der witzigerweise. Ist Mais sieht immer authentisch aus. Authentisch wie die White Russians. Viel Spaß und bleibt geil. Pass auf, du. Spaß auf. Hast du bei Jojo übernachtet oder zu Hause? Nee, ich hatte gesagt, die Jojo fährt mich heim. Genau. Das weiß ich doch. Alles klar, easy. Ne? Und am nächsten Tag wolltest du ja, also hat Vicky ja gesagt, hier, wir verabreden uns irgendwo, nennst mir eine Stelle und ich hol dich ab. Und genau. Und 8 Uhr wolltet ihr beim Lazarev sein. 8 Uhr abends. Lazarev. Nee, 8 Uhr früh. 8 Uhr früh? Oh Gott. Natürlich. Okay. Die hat ja gesagt, die will da nicht mit Augenringen, deswegen wollte die ja eher gehen. Okay, ich setze mich ja als Billy sag ich. Hier, Vicky wollte mich ja eh abholen. Ja, genau. Also du nennst sie irgendeine Stelle und sie kommt dann mit ihrem Van. Das ist nicht das größte Ding. Also ein Troll würde vermutlich nicht mal reinpassen. Das ist eher so ein Sprinter-Ding, weißt du? Ich wollte nicht mehr Piep-Van sagen, ne? Candy-Van? Genau. Es ist kein Candy. Hm? Ah. Es ist jetzt kein Candy-Van mehr auf jeden Fall. Momentan jedenfalls. Aber das Ding sieht auch schon durchaus ein bisschen aus. Es ist nicht irgendwo durchgerostet oder sowas, aber er hat schon ein paar Kratzer. Der Lack ist nicht immer überall so hundertprozentig dran. Das Rücklicht geht aber, offenbar. Das ist ja das Wichtigste. Das hoffe ich doch. Genau. Und Farbe ist so ein Weinkaminrot. Richtig schade. Klingt aber blättert der schon leicht ab, der Lack? Ja. Geil. An manchen Stellen schon. Ja, sweet awesome. Ja, ich hatte ja gesagt, irgendwie, dass sie mich abholen soll. Wir hatten dann ja, einen Platz vereinbart. Da stehe ich dann an der Ecke und mache einen Bordsteinschwalben. Ja, sie hält Eindruck. An. Hi, Vicky. Mach gleich die Tür auf. Hallo. Na? Ist fit? Mensch, du hast aber Ring unter den Augen, Kind. Ja, das kommt von diesem ekelhaften Gesöff, was ihr noch mitgebracht hat. Wie kann man sowas trinken? Ah, Pfeffi. Genau. Ja, es ist, was soll ich sagen? Naja. Ich weiß, hier hat manchmal so Anstalten. Ja, das ist verzeihlich. Viele mögen ja auch Kirsche nicht, obwohl ich das nicht verstehen kann. Aber ich weiß, dass wir heute keinen Pfeffi trinken müssen. Das ist schon mal gut. Richtig. Warum eigentlich nicht? Ich habe mal geguckt. Und zwar gibt es bei dem Typen da gegenüber gibt es direkt einen Stuffer. Da kann man sich reinsetzen. Ja, und dann müssen wir gucken, anschlagen eigentlich? Wir müssen gucken, ob er erstmal aus seinem Haus kommt. Wenn nicht, dann haben wir ja eh schlechte Karten. Und wenn er es macht, müssen wir uns ganz fix überlegen, ob wir, also sie fährt jetzt auch los, ob wir dann in seine Wohnung reingehen oder ihm hinterher. Und ich weiß nicht, was besser ist. Oder wir müssen uns trennen. So ein Schloss kriege ich mittelmäßig schnell auf. Jetzt nicht so hundertprozentig schnell, aber es geht. Und die Gegend ist ja nicht die allerbeste, wo er wohnt. Soll ich dann versuchen, mit ihm zu reden und... Ich würde erstmal gucken, wo er so hingeht. Ich meine, jetzt ist es 7:40 und oh nein, wir kommen zu spät. Und naja, dann kann man immer noch gucken, ob man nochmal mit ihm quatscht, wie er so drauf ist und mit wem er sich trifft. Und dann, ich meine, wenn wir irgendwann später nochmal mit ihm reden, zufällig, wenn er irgendwo einkaufen geht oder so, ist das ja auch noch eine Idee. Okay. Also ich meine, ich habe mich jetzt nicht irgendwie festgelegt auf irgendwas, aber weil wir ja nicht wissen, was er jetzt macht.
Also erstmal sondieren. Genau. Gut, dann setzen wir uns in den Staffer. Gut. Brummli, 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 bär, brummli. Sollten wir auch nochmal Ich habe das Gefühl, dass du, ja auf jeden Fall, aber ich habe das Gefühl, dass du das irgendwie in Soundboard haben willst, oder? Nein. Nö. Das ist ja zu einfach. Schön. Seid beim Staffer. Yay. Jo, Ich habe jetzt aber zwischengelabert, während du Dillilili gemacht hast. Ist doch nicht schlimm. Okay. Finde ich. Willst du nochmal einzeln haben? Nö. Okay. Also, ab in Staffer. Essen geholt. Wieder sehr lecker. Super, und Billy liebt ja Staffer-Scheck-Essen. Ihr wart so oft dort, eigentlich müsstet ihr schon einen teuren Rabatt kriegen. Ja, aber normalerweise, du weißt doch, dass Billy ist im Staffer-Scheck eigentlich nie. Wer immer im Staffer-Scheck ist, ist Jojo. Ach so. Die ist doch immer. Nie was? Das ist ja. Naja, nie jetzt. Mittlerweile muss sie ja. Das ist richtig. Die trinkt sie auch Bier. Ja, richtig. Macht sie tatsächlich. Mhm. Voll traurig, ey. Wie die Frau abgestürzt ist, ey. Ey, nur weil sie Bier trinkt, ja, das ist quasi eine Veredelung. Das ist ein Upgrade, das Billy erfahren hat. Nein. Brauche ich jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, Freundchen. Hast du absolut recht. Du kannst mir mal bitte eine Gebräucheprobe würfeln. Eine Gebräucheprobe für dich. Warte mal, was war denn Gebräuch gleich wieder? Das ist immer dieselbe Frage von mir. Auf Englisch ist es, glaube ich, Etikette. Etikette, Corporate. Okay, ich habe Charisma und 2. Wären also ganze 8. Hast du das Würfeltool an? Mhm. Achso, Moment. Ich muss in Klammern schreiben, ne? Nee, wie war das? So. Ah, okay. In Klammern, das, was ich gerade... Ich habe nicht genau gesehen, was du gemacht hast, Junge. Warum frage ich eigentlich dich? Chill dir mal dein Kecker. 3 Erfolge, mein Liebste. Gut. Also ihr geht da quasi fast jeden Tag rein. Man kennt euch ja, kriegt keinen Kundenrabatt, aber das liegt nur an der Geschäftspolitik. Also das ist wunderbar. Ihr gehört dahin. Vermutlich seid ihr sogar angewurzelt. Sind wir im Donskoi? Ihr seid im Donskoi. Das ist... Da kenne ich den Laden sowieso. Richtig. Da kenne ich sogar die Leute dort. Das ist ja unwahrscheinlich, weil die Hallo? Gegend... Fastfood-Restaurants. Du hast Fastfood-Restaurants auf 1, stimmt. Ja. Beste Wissensfertigkeit ever. Na klar, du kennst sogar ein paar der Typen. Das sag ich doch. Ich kenn da Leute. Hallo. Warte mal, das ist eigentlich wirklich mal eine gute Idee. Warte. Ne? Karma. Für den Spielleiter daran erinnern, dass er versagt. Oh, ho, ho, ho. Und da ist er wieder abgezogen, das Karma, was ich gerade verdient habe. Hat's nicht meins verdient. Ich brauche einen Namen, Sekunde. Tschirkov. Evelina, das ist ja wohl der beschissenste Name ever. Also das ist Emma. Die eine dort. Ja, Emma sitzt 2 Plätze weiter, die hatte ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist so eine kleinere Blonde, immer mit so einem schönen Zöpfchen. Ist die süß? Nein, mit 2 Zöpfchen, definiere süß. Ja, so wie ich halt süß empfinde. keine Ahnung. Na, die. Er hat schon auch eher diesen. Die ist noch relativ jung, die ist irgendwie so 24 und hat noch. Ist nicht jung. Ja, im Verhältnis zu Billy, Alter, der alten Schabracke, ist das jung. Entschuldige bitte, Billy ist 31 Jahre alt. Jung. Na, süße. Schabracke. Und. Nee, sie ist aber auch Elflette. Eine Elfe. Ja, und hat auch noch leicht diesen, ja, die hat so einen kindlichen Glanz in den Augen. Ich weiß nicht, ob du das süß findest, so ein Grübchen, aber ansonsten relativ normal. Aber die hat halt nicht so ein Backpfeifengesicht wie Baby-Jojo, weil ist ja eine Elfe. Backpfeifengesicht. Ja, aber sichi, das ist die Sachlage. So süß. Richtig, und Schnellrestaurants, genau, und die ist wohl auch... einigermaßen versiert mit Nägeln, zumindest interessiert sie sich dafür auch schon. Deswegen kamst du mit der ins Gespräch. Die hockt da auf jeden Fall rum. Die wohnt doch hier ganz in der Nähe. Dann winke ich auch natürlich mal Emma mal zu, ne? Wenn ich reinkomme. Ja, sie winkt zurück und ist aber gerade relativ vertieft in ein Gespräch mit ihrem Gegenüber. Das ist so ein Typ, ne? Nee. So ein Typ halt. Ist auf jeden Fall so ein Backenbart-Typ. Backen, du meinst so Koteletten? Nein, nicht nur Koteletten. Koteletten ist halt nicht so, sondern so ein guter, alter Thomas Edison Backenbart. Ja, so, ja, okay, verstehe. Richtig, ja. Er scheint doch schon um die 50 zu sein, deswegen auch ergraut. Das macht so ein Backenbart noch viel schöner.
Der hat aber keine Child Molesting Glasses auf, oder? Nein, hat okay. er nicht. Er hat okay. auch kein Public Masturbation Trenchcoat. Wo das eigentlich? Nee. Er hat aber eine Urinella. Das ist nicht ersichtlich. Auf jeden Fall hat er einen guten alten Women Beater an, wie sich das gehört. Auch schön mit dem Mayo. Das verziert das Ganze ganz artgerecht. Jogginghose, Pflicht. Und sieht so ein bisschen Prollo aus. Auf Halbmast geflackt, der Jogger. Ja. Boah, übel. Wünschi. Oh, es geht schon wieder so gut los. Schlimm. Wunderbar. Ich kann aber auch nichts ernst nehmen. Ja, wie auch. So wie ich das aufziehe, ist das nicht ganz leicht, das mir bewusst. Gut. Du gibst mir halt auch Vorlagen. Na, aber gern. Er hängt da ab. Gut. Esst schön Frühstück. Und, naja, im Wesentlichen, wenn man so immer mal auf seine Bude guckt, passiert da erstmal eine ganze Weile nichts. Man muss sich halt die Zeit ein bisschen vertreiben. Ja gut, hier, Vicky und ich sind halt am Erzählen eigentlich im Endeffekt. Na klar. So. Ne? Ja, die war ja schon mal bei dir wegen den übelst geilen Nägeln hier mit den kleinen Zahnrädern und Eier-Shit und sowas. Da, und sie hatte jetzt auch eine neue Persona, das heißt, da ist auf jeden Fall noch mit deinem Modebewusstsein und Geschmack ist da auf jeden Fall noch möglich, Upgrades zu erfahren. Ja, vor allem hat sie auch vor kurzem den AR-Dings von mir bekommen. Genau, ne? genau, das Icon. Jo. Genau. Jo. Und 39? Sollte ich mir das vielleicht mitschreiben? Na ja. 9.30 Uhr, der Typ kommt an sein Fenster, das ist ein Fenster, kommt an sein Fenster in Boxershorts, der ist wohl eben aufgestanden, der sieht auch noch so ein bisschen zerknittert aus, macht das Fenster auf, guckt so ein bisschen raus und er hält dann so ein bisschen die Hände vor die Augen, blickt auf irgendwas rechts unten an der Straße, wo offensichtlich nichts ist, außer irgendeinem Typ, der eine raucht und überhaupt nicht hochguckt, als wäre er von irgendwas geblendet. Also nicht raucht, als wäre er von etwas geblendet, sondern Lazarev guckt, als wäre er von dem Typen da unten von irgendwas, was er da hat, geblendet, obwohl da wirklich nichts ist. Und macht da auch das Fenster wieder zu. Hast du das gesehen, Vicky? Was mit dem denn? Keine Ahnung. Hat er irgendwas? Ich hab nichts gesehen. Keine Ahnung. Soll ich mal den Typ da draußen auschecken, was der da tut? Ja. Okay. Ja, Billy steht dann auf gleich und geht dann mal raus und läuft an dem Typen vorbei, so als würde sie zurück... Komme ich irgendwie an was vorbei? Was weiß ich? Am Auto nochmal vorbei oder... Wie, am Auto nochmal? Ja, an dem Van, ja. Weißt du, das ist nicht ganz so auffällig. Ich laufe an den Typ vorbei, gucke ihm in die Fresse, dann drehe ich 5 Meter später um. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Naja, du kommst A, am Auto vorbei und B, gibt's da auch einen Typen, der Kippen verkauft und also so kioskmäßig noch ein paar andere Sachen, Chips und Bier und so weiter. Also okay. Kann man sich da irgendwas Kleines erwerben und dann zurückgehen? Gut, dann wird das Billy so halten. Und? Nehme ich irgendwas wahr? Ja, erstens, da muss ich dringend mal irgendwie mit Hygiene beschäftigen. Waschen? Oder nur Mundhygiene? Waschen, oder? Dann irgendwie vielleicht auch mal Zähne putzen, kann mitunter hilfreich sein, so die Kruste unter den Fingernägeln und vermutlich auch unter der Vorhaut rauskratzen. Grind, das ist Grind, nicht Kruste. Grind okay. ist was anderes. Bei ihm ist es schon eine Kruste. Milchschorf. Ist einfach schon abgewachsen. Das ist so Schorf. Schön. Gut, also. Es tut mir leid. Ist okay. Ich merke bloß immer, wenn ich das dann schneide, wann ich irgendwie mich zurückgelehnt habe, weil man dann den Raum halt so mithört. Dann weiß ich, das war eine Stelle, wo ich kurz mal überlegen musste, ob es wieder schon so weit ist. Wie weit kann es denn werden? Genau. Wenn ich hier 10 Meter weit weg sitze. Also, was nimmst du an dem Typen wahr? Erstens, dass er, wie gesagt, nicht der sauberste ist. Zweitens, er ist übrigens orkisch naturells. Zweitens, dass... Da steht jetzt, jetzt wo du so dran denkst, als ihr reinkommen seid, stand er da auch schon rum und hat gechillt. Und er wirkt so ein bisschen zwielichtig. Vielleicht ein wenig dealerig. Oh. Dealerig? Dealerig. Like, ich gebe dir Drogen. Zum Beispiel. Kauf dir sehr gute Drogen hier.
Der hat auch dieses, also er lehnt da mit einem Selbstbewusstsein, das offensichtlich nur bedeuten kann, selbst wenn hier mal Bullen vorbeigucken, die wollen höchstens was kaufen. Und gleichzeitig irgendwie, ja, der scheint hier die Leute zu kennen, die hier wohnen und weiß, wer von ihm vielleicht was wollen könnte. Und dann weiß er auch, was der Typ braucht. Sieht der aus, also wie Stammkunden meinst du jetzt, oder was? Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht so ein U-Bahnhof-Typ, der einfach an jeden Verkauf, der rankommt, sondern schon, es sieht so aus, als wäre das jemand, der da seine Leute hat. Also das ist gerade wieder so ein Stereotypen-Ork-Dealer, die angezogen hier. Ja? Richtig. Klasse. Ork-Dealer, Alter, die schlimmsten. Er hat ganz schön eine Auswahl. Ja, wie alt mag er sein? Wie alt mag er sein? Mitte 20? Och, Haarausfall Mitte 20? Schwer geschlagen, Alter. Oder einfach mal halt nicht mehr im Dreck schlafen oder so, keine Ahnung. Das ist auch eine Option, ja. Ja. Das hilft normalerweise schon ungemein, nicht bei den Maden aufgefressen zu werden und so. Ja, ich gehe erstmal zurück zu Vicky. Ich habe echt Probleme heute mit ihrem Namen irgendwie. Jedenfalls gehe ich zurück zu Vicky, um ihr mal eben kurz ein Update auf die Festplatte zu schieben. Okay. Also über die Sachen, die ich quasi gerade eben ausgekundschaftet habe. Okay, aber hatte der irgendwas? Also, der hat sich ja voll die Hand vor die Augen gehalten. Hatte der irgendwas? Wie? Was meinst du? Ja, der hat ihn ja angeguckt und dann hat er sich die Hand so vor die Augen gehalten und hatte ja irgendwas. Was in der Hand, du meinst du? Hm? Ich hab da nichts drauf. Ich hab da nichts auf der Handfläche gesehen eigentlich, dass er irgendwie was auf der Handfläche. Meinst du, auf die Handfläche geschrieben zum Beispiel oder was? Nee. So in die Richtung. Nee, ich meine oben der Typ am Fenster. Der ja, klar. Genau, nee, da hab ich nichts. Das hab ich halt auch nicht gesehen und, na okay, vielleicht sollte ich das auch nicht überinterpretieren. Der hat halt einfach angeguckt und sich die Hand vor die Augen gehalten, weil er gerade aufgestanden ist. Ja, aber da war doch keine Sonne, oder? Hast du Sonne gesehen, dass die Sonne irgendwie blendet? Oh Gott, wenn er nichts blendet? Bei den Häuserschluchten. Keine Ahnung. Aber bei dem Smog. Das ist richtig. Also warum sollte der sich denn die Hand vor die Augen halten? Hm. Ist das so ein Code oder was vielleicht? Keine Ahnung, wenn dann keiner, den ich kenne. Ah, aber guck, da kommt er ja raus. Wenn der jetzt zu dem Typen hingeht, dann, ne? Ich geh mal raus. Vicky geht zu ihrem Auto und holt einen Kram da offenbar im... Also ihr habt eine Sicht- Handschuh. Und Verbindung. Kramt im Handschuhfach und sucht offenbar irgendwas. Lazarev kommt raus. Pass auf. Achtung. Geht zu so einem Girl, was da offensichtlich gerade lautstark sich mit ihrem Stecher streitet vor seiner Tür und da immer so kleine Kreise geht und einfach total austickt. Lächelt sie an mit so einem gönnerhaften, sehr gönnerhaften Blick und versucht dir etwas zu geben, was von entfernt aussieht wie irgendeine Hochglanzfolienkarte der Größe Handfläche mit irgendeinem Bildchen drauf und irgendwas drauf gepinselt. Sie guckt ihn an wie ein Stück Scheiße, schubbt ihn weg, denn bei Männern, da musst du nicht zuschlagen, da reicht in die Ecke schuppen, und macht ihn blöd an und er hat dann so einen bestürzten Gesichtsausdruck und es scheint so, dass er den nicht hat, weil sie ihn irgendwie jetzt weggeschubbt hat oder blöd angemacht hat, sondern als wäre er von sich selbst erschreckt. Knüllt dann auch das Ding zusammen und wirft es in den Mülleimer. Es ist offenbar ein sauberer Mensch. Zu Vicky gleich, dass er das Ding aus dem Mülleimer kramen soll, was es ist. Ich würde gerne wissen, was er da weggeworfen hat. Klar, versuche ich. Dankeschön. Dann geht der Jute Lazarev tatsächlich zum Orkboy. Die quatschen kurz miteinander. Leider wird das Gespräch übertönt von einem anhaltenden Auto neben Vicky, was ein bisschen ungünstig ist. Und dann verziehen die beiden sich. Kann ich den tracken, wo die hinlaufen? Mach mal elektronische Kriegsführung und Logik. Electronic Warfare hatte ich 4 und Logik 4 sind 8 nochmal. 2 Erfolge? Warte ja, mal, 1, 2, okay. Gut. Hat's ja werden automatisch angezeigt, das passt ja, schon. Ja, nee, ich hatte es nur eben aber 4-1er gesehen, deswegen bin ich leider erschreckt. Okay, cool, ich kann die tracken also. Mhm. Dann werde ich die mal tracken. Und hinlaufen. Ja, von Vicky kommt, okay, einer von uns muss auch vielleicht hinter den hinterher mal, ich weiß nicht genau, wo wir hingehen, oder beide getrennt. Ich hab's auf dem Radar, ich weiß, wo der Comlink hingeht. Sehr gut, aber keine Ahnung, wenn die irgendwas bequatschen, wäre das vielleicht interessant. Ja, soll ich versuchen, ob ich eine Verbindung drauf bekomme? Dann brauchen wir uns gar nicht. Wir sind Mädels. Wir brauchen da nicht irgendwie zu meinen, dass wir uns da zu nah dran wagen können, dass so ein Drogendealer haut uns direkt die Kasse nach hinten. Und zwar nicht die schöne Weise.
Ich weiß nicht. Lass mich mal eben den Comlink von dem ausspionieren, ob der wird doch nicht irgendwie hochqualitative High-Protected-Ware haben. Okay, mach das, ich geh trotzdem hinterher. Okay, geh mal. Bleib dran, ich versuch. Also. Ja, Standard-Odium Mark. Odium Mark, und zwar auf dem Comlink mit der übelst geilen Sache, und zwar ein Schloss. Ähnlich dem Neuschwansteins, was dir sicherlich irgendwie bekannt sein wird, ja. Mit nur noch ein bisschen mehr Grün und Blümelein auf den umgebenden Dingen. Normaler Move. Ich komme an als ein Bote auf dem Pferde geritten. Eine Heroldine. Eine Heroldine, ja. Mit auf dem weißen Schlacht, nee, kein Schlachtraus, sondern ein Reitpferd natürlich. Ich muss ja schnell sein, ich bin ja ein Bote. Mit einer Urgent Message, ich sollte aufhören mit Anglizismen. Mit einer wichtigen Nachricht für den König des Schlosses Neuschwanstein. Juhu. Also Hacking, ne? Naja, würfeln brauchst du es nicht. Gut. Das ist schon okay. Und du überbringst quasi die Botschaft und versteckst dich dann irgendwo, sodass du noch ein bisschen in der Burg hier auskundschaften kannst, oder was? Ein Bote wird immer in die Küche gelassen, solange es eine gute Nachricht ist, darf ein Bote grundsätzlich in die Küche, um sich dort zu laben an etwas Nahrung. Und Speis und Trank. Richtig, sehr schön, danke. Das und zu wunderbar. Ficken die Bauernmarkt. In der Küche? Ich weiß es doch nicht, was im Mittelalter abging, Junge. Ja gut, mit dem Schweinedarm übergezogen geht alles. Richtig. Schön, Schweine, naja. White Russian, vegan. Wir machen das eigentlich veganer, wenn es keinen Latex mehr gibt. Egal. Frage für unsere Community, ob es eine Idee haben, ob es irgendeine Pflanze gibt, die man sich überziehen kann. Ja. Gut. Ich werde dann den Feed des Mitlauschen an uns beide, also sprich, ich höre mit und Vicky wird auch mithören können. Wenn sie das zulässt, ich meine. Natürlich. Und zwar, die beiden reden gerade nicht, du hast die ganzen Umgebungsgeräusche, das Comlink ist offenbar in seiner Tasche und du hast noch diese ganze Zeit dieses Schlüsselgeknatter irgendwie ans Mikrofon schlagen, deswegen muss man das ein bisschen runterleveln, weil das gar nicht so geil ist. Anscheinend schweigen die beiden gerade noch. Gehen dann halt ein paar Straßen weiter und genau, die gehen dann in ein Haus, wobei du noch von Vickys Augen siehst, dass der Ork ihn dabei am Genick packt und so durch die Tür schubst, eine Tür zuknallt und davor wartet. Alter, ich sag's gleich vorweg, wenn es jetzt im Blowjob endet, dann schalte ich sofort ab. Was? Das ist ja die perfekte Methode. Warum sagst du mir das nicht eher? Jetzt weiß ich endlich, wie er sowas nicht mehr rauskriegt. Okay, also. Da drin ist offenbar ein anderer Guy. Ich werde nicht aufhören mit Anglizismen. Okay. Und genau, hast du halt Gespräch. Pass auf. Höheres Stimmchen ist immer Lassere. Hey, also, wie sieht's denn aus? Ich bräuchte mal wieder was. Alles klar. Na, so jetzt. Und den guten hier, den 20%iger vielleicht und ein paar 70%iger wären geil. Und ich will ein bisschen mehr Dauer. Ich will irgendwie, es kann ruhig mal 10 Stunden dauern. Hä? Pass mal auf. Kannst du kriegen, ist überhaupt kein Problem. Aber. Oh je, ich weiß, was er will. Blowjob oder was? Bitte? Blowjob oder was? Ja, Luchi, wie du sagen würdest. Richtig. Nee, der kann schon mal 10 Stunden dauern, der Blowjob. Ich denke eher, das geht um Better Than Life. Okay. Also du bist ein ziemlicher Junkie geworden und hast mir scheißegal. Aber dreckige kleine Junkies werden immer versuchen, wenn sie nicht mehr rankriegen ihren Scheiß, Leute zu beklauen und Leute zu verarschen. Und wenn du mich beklaust oder verarschst, dann schmeiß ich deine Eier zum Frühstück in die Pfanne. Alles klar? Nee, Alter, ich hab doch, das krieg ich hin, ich hab immer bezahlt, ich hab immer sofort im Voraus und ich hab das Geld wieder dabei, ist überhaupt kein Problem, aber hey, ich meine, du hast mir das irgendwann angeboten und das war super geil. Ey, ich bin dir dankbar, weil das 72 Stunden Arbeit pro Woche, das am Stück, das krass, ich komm klar, das ist überhaupt kein Ding, du kriegst dein Geld immer, du hast es immer bekommen, ich hab's hier. Okay, alles klar? Gut, ist alles klar, kannst du dein Zeug haben. Dann hörst du irgendwas klappern und ja, das klingt wirklich irgendwie wie Data-Chips.
Und dann kommt der Typ wieder raus. Der Lazarev oder der Ork? Nee, der Lazarev. Der Ork hat ja davor gewartet. Okay. Ja, und dann trennen sich auch die Wege, wobei Lazarev direkt richtig Schmock hat. Sein Comlink rauszufummeln, etwas einzuschieben und ja, dann setzt er sich erstmal kurz hin, wartet ein paar Minuten und dann geht er nach Hause. Mach mal bitte Logik und Software und du bekommst Analytic Mind drauf, also plus 2. Das erste Mal, dass ich ein Analytic Mind bekommen. Logik und Software. Software 4, Logik 4, 18. Warum sage ich das immer? Damit jeder hören kann, was du für ein geiler Bro bist. What? Oh, 4 Erfolge. Nicht übel, du Drecksau. Also. Ich sagte das jedes Mal, das glaubst du mir nicht. Die Würfeltüls lieben mich einfach. Ich glaub dir das doch, ich sehe das doch. Ist aber mein Teamspeak-Server, deswegen könnte sie ja sagen, ich habe den Teamspeak-Server gehackt und bla bla bla, whatever, continue, so viel sorry. Arbeit brauchst du dir gar nicht machen, wenn du so ein Glückskind doch, bist. Doch, ich schon. Dann stell mal bitte Flumi noch ein bisschen weiter runter, ich will mehr Patzer. Ich lasse das in der Aufnahme, ne? Das weiß ja. Das hört sich dir eh nicht an. Stimmt. Dreckiger Nazi, also. Oh. Huch. Huch. Dreckiger Piep. So, also, er geht nach Hause. Wobei er einfach mal wildfremden Leuten die Hände schüttelt, als wäre er sonst was für ein übelster Guy. Die natürlich alle entsprechend reagieren, als würde sie ein Wildfremder anfallen und ihnen die Hände schütteln und dabei so tun, als wäre es das Schönste in ihrem Leben, dass sie das dürften. Dann geht er nach Hause. Du hast da jetzt noch ein bisschen Zeit und siehst, was er sich da eingeschissen hat, weil du auf seinem Comlink bist. Mhm. Das ist eine Mischung. Ja, er ist Brandon Task, ja? Richtig, das ist eine Mischung zwischen Trip und Persona Fix. Also Trip Chip und Persona Fix. Das heißt, es ist natürlich nicht so, wie sich Brandon Task fühlen würde, weil wenn du sowas verkaufst, willst du natürlich die ganzen negativen Emotionen und den Stress und den ganzen Kack, den willst du natürlich rausfiltern. Aber quasi, wenn irgendjemand mit ihm redet, denkt er, das ist irgendein Fan, der ihn einfach super findet, als würde er gerade auf den Brüsten eines Teenagers unterschreiben mit Brandon Task und was weiß ich und als würde er gerade sonst was für geile Mucke machen. Wenn er mit dem Bus fährt, denkt er, er ist auf einem Konzert, wo die ganze Welt auf ihn guckt und ihn ankreischt. Mhm. Und natürlich ist nicht nur gegen BTL die Gefühlsintensität enorm, sondern natürlich ist auch ein minimales zusätzliches Abhängigkeitspotenzial eingebaut. Ach, minimal. Kann man, nee, geht schon. Und Moment, ich muss mir gerade nochmal den Spiegel pudern hier. Sonst halte ich das nicht aus. Ich kann nicht viel schneller. Die Spannung! So. Und hast du eigentlich Drogenwissen? Ich glaube nicht, du, warte mal. Tram, nein, Dadahelfen, nein, Barclubs, nein, Geschichtswissen, nein. Nee, tatsächlich, nein. Dann mach mal bitte Logik. Nur Logik? Hm? Wir werfen heute aber viel. Gefällt mir. Oh, nee, null Erfolge. Warte mal, habe ich nicht irgendwas klassifiziert? Klitschen, Tratschen, Erdrings, Geschichte, nee, Politik. Das ist alles. Antwort, nee, tut mir leid, kann ich nicht, nee. Nee, ist okay. Er hängt den, also noch auf jeden Fall ein paar Stunden, hängt er einfach in seiner Bude und ist Brandon Task. Mhm. Der Tag ist perfekt, der ist hier laufen. Und er hat richtig das, Bock. Ja, der hat jetzt also Spaß an der Backen. Ach ja, nächsten. 4 Erfolge. Sowas Gutes kriegt man in so einem kleinen Hinterhof-BTL-Studio vermutlich nicht hin. Das ist mit sehr viel Mühe gemacht und das ist mit das so hinzukriegen, ist nicht so einfach. Das Abhängigkeitsding wurde noch nachträglich von irgendeinem schlechten Programmierer reingebastelt. Oder BTL-Macher da. Aber der Rest ist auf jeden Fall schon von jemandem mit 4 Mitteln, mit Zugang zu vielleicht sogar Brandon Task mit einem Simrig und sonst irgendwas gemacht worden. Also da hat jemand ordentlich Bock gehabt. BTL-abhängig, sehr schön. Ich bin jetzt gerade im Überlegen in die Richtung, was ich eigentlich anstellen könnte mit so einem Typen. Generell müsste ich mich mal mit dir kurz schließen, die Tage, was das angeht. Das können wir jetzt machen. Möchtest du das jetzt tun? Warum nicht? Im Endeffekt läuft er jetzt trotzdem gerade.
Muss er, wenn er ein BTL drin hat, kann er nicht Cold Sim laufen. Ja, aber nicht Hot Sim VR. Ja, okay, nicht Hot Sim VR, aber nichtsdestotrotz, der hat einen direkten Kanal gerade. Na klar. Das, von seinem also, Comlink drin. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob. Ja, na klar, also der hat auf jeden Fall einen DNI mit Hot Sim am Koppel. Jo, der muss auch eine Buchse haben dafür. Der muss nicht zwingend eine Buchse haben. Das reicht mit einem SIM-Modul am Comlink, mit einem Hot-SIM-Modul am Comlink und Elektroden geht das auch. Okay. Aber ich meine, es kommt aufs selbe raus. Nichtsdestotrotz, sein Gehirn kann gefried werden von einem BTL. Das heißt, der muss direkt geklinkt sein. Genau, also wenn er sich irgendwas Komisches mit einem BTL einschiebt, dann ist sein Hirn unter Umständen auch Matsch. Und ich bin jetzt gerade, also ich kann sein Hirn nicht hacken, das ist mir auch klar, aber ich könnte den rein theoretisch doch den BTL verändern. Ja. Okay. Also kommt drauf an, was du verändern willst. Es ist tatsächlich relativ kompliziert und dauert sehr lange, eine komplette Erfahrung künstlich zu programmieren. Also irgendwas abnehmen mit einem Simrig geht deutlich einfacher. Dann ist es auch überhaupt kein Problem. Dann kannst du es einfach aufnehmen, was du halt gerade willst. Dann hat sich das. Oder ich nehme einen Sprite dazu. Aber es dauert bestimmt immer noch ewig, das komplett zu machen. Also wenn du kleine Veränderungen machen willst. Ich möchte es jetzt nicht per se jetzt machen. Nee, aber zum Beispiel jetzt als Beispiel. Das ist ja auch ein Trip-Chip, deswegen sieht er ja komische Sachen. Aber zum Beispiel, wenn du da einstellen willst, alles, was das Gehirn eigentlich als Tisch identifiziert, als das Konzept von Tisch, willst du, dass es ein Aquarium ist. Sowas kriegst du auf jeden Fall hin, denn das macht das BTL so ähnlich auch schon. Ich könnte aber auch einfach eine Stimme in seinem Kopf jetzt sein. Als Beispiel. Da ist es vermutlich noch einfacher, stimmt, da musst du das BTL gar nicht zwingend verändern, da er Hot Sim drin ist und du auf seinem Comlink kannst du solche Scherze auch machen, wenn er eh gerade BTL ist und nicht mehr so viel mitkriegt, kannst du so einen Shit auf jeden Fall einfach machen, indem du ihm das Audio-File in den Kopf steckst. Wunderbar. Das ist ja eigentlich genau, was man so brauchen könnte. Jetzt wäre noch die Frage, wie man es verwendet. Ich warte mal, bis Vicky wieder da ist und ich sehe, was auf der Karte ist und was sie zu erzählen hat über die ganze Geschichte, die wir jetzt gerade rausgefunden haben. Ja, sie kommt dann auch wieder rein und legt dir ein Foto von Brandon Task mit einer Unterschrift von Brandon Task hin. Offensichtlich nicht von Brandon Task unterschrieben, der hat so eine ganz tolle Unterschrift und die sieht eher aus wie von irgendeinem Typen, der sich für irgendjemanden hält, auch wenn er gerade nicht auf BTL ist. Das war eigentlich schon fast abzusehen. Der ist also auf jeden Fall ordentlich durch. Jo, und der fährt gerade einen schönen Film. Und offenbar nicht nur gerade. Also ja, ich meine, was du noch geschickt hattest, dass ich frage mich, wie lange der das noch bezahlen können will. Man hat jetzt schon die ganzen Schulden auch noch beim Korn. Tja, der wird Geld brauchen. Relativ einfach. Das denke ich auch. Was meinst du denn, was so ein BTL kostet? Das ist ganz unterschiedlich. Also die billigsten kriegst du für 5 bis 10 und dann geht's. 5 also bis 10 Nyen? Oder meinst du 5 bis 10 100 Nyen? 5 bis 10. Okay. Das ist aber wirklich der ganz billige Scheiß und der hält also das ist auf jeden Fall viel teurer. Also ich meine, das ist alles nach oben offen, aber ich denke, dafür blättert er bestimmt schon, wenn er sagt 10 Stunden, da blättert er bestimmt schon 200, 300 hin oder sowas. Wenn das ein richtig gutes ist und ich weiß nicht, wie gut es ist. Also pass mal auf, ich habe Zugang zu dem gerade. Wir können den eventuell gut beeinflussen, jetzt gerade in dem Zustand, wo er ist. Ich muss ein bisschen aufpassen mit der Periodik, was mich gerade daran erinnert. Ich sollte meinen Babymonitor mal gerade eben übersuchen über meinen Overwatch-Score. Ob der schon... Du hast keinen Babymonitor, das ist ein Programm. Ja, aber ich kann trotzdem meinen Overwatch-Score abfragen mit einem Reception. Das kannst du machen. Nee, nicht mit Reception, warte mal, ist das irgendwas anderes? Doch, Smart Reception. Nee. Das ist definitiv nicht, denn es ist irgendwas, was lustigerweise deinen Overwatch-Score erhöht. Aber nicht viel, warte. Hast du nicht eigentlich für eh alles so ungefähr 7, 8 Würfel oder 8 Würfel? Warte. Ja, doch, eigentlich schon. 8. Alter, wo ist es denn? So, I don't have time to analyze your activities. They'll notice traces you're passing and you will start to get closer and closer every 15 Check minutes. Check OS Electronic Warfare plus Logic. Gegen 6, aha, das ist interessant. Tatsächlich direkt geschrieben beim Overwatch-Score, wie es getrackt wird. Also es ist Electronic Warfare plus Logic gegen 6 Würfel, die das irgendwie der Overwatch-Score hat. Und das erhöht also mein Overwatch-Score auch. Wenn ich Erfolge habe. Und naja, ich würfe ja immer super.
Ja, also wie gesagt, Vicky, ich kann eventuell uns die Verbindung hier offen lassen. Wenn du eine gute Idee hast, was wir mit ihm machen können, dann hau raus. Weil jetzt haben wir ihn gerade unterm Fittich. Und aus so einem Trip-Zustand können wir dem alles einsufflieren. Mit Soufflé, wie es uns beliebt. Würde ich jetzt noch gar nichts machen. Ich meine, wir wollten ja vermutlich das Ganze am Samstag machen, ne? Mhm. Und wenn er, das heißt, also wenn er, der Typ hat gesagt, er ist ein Junkie. Und ich glaube das irgendwie. Wenn er Mittwoch mit der Arbeit aufgehört hat, sobald es Donnerstag ist, ist er noch einen ganzen Tag wach. 24 Stunden. Auf jeden Fall, bevor er einen Tag schläft. Und das Erste, was er tun wird, ist sich auf jeden Fall zuziehen. Und da haben wir bis dahin noch genug Zeit, uns zu überlegen, wofür wir ihn brauchen könnten und was man ihm dann einflüstern könnte. Okay. Aber da wäre es vielleicht gut, wenn wir vorher gucken, dass wir es so machen, dass wir da nicht irgendwie noch krassere Langzeitschäden irgendwie verursachen oder sowas. Also ich meine so in die Richtung nicht, dass es irgendwie so psychotroper BTL-Scheiß draus wird. Der Typ ist schon an der Stelle. Schau doch einfach an, was der schon in Foren geschrieben ja, hat. Na klar, aber ich meine, er muss ja nicht sofort ein sabberndes Häufchen Asche werden. Nein, aber was man machen kann, ist, dass wenn man dazu gekracht hat, was wir wollen, geben wir ihm einfach ein, dass er aufzuhören hat damit irgendwie, keine Ahnung, weil es so eine extreme Erfahrung geben, dass er einfach aufhört. Aufhören muss, die absolute Negativerfahrung. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil, ich meine, sein Belohnungszentrum ist doch jetzt schon vollkommen so gebaut, hirnmäßig, dass... Furcht ist ein sehr starker Ratgeber. Nicht der Beste, aber... Aber auf BTL, so ein Horror-Ding, das ist ja quasi schon fast psychotrop, dann ist er ja wirklich am Ende. Dann bleibt er sonst wie hängen. Na, schauen wir mal, was wir damit noch anstellen. Auf jeden Fall haben wir da Zeit, bis vielleicht Donnerstag noch was zu überlegen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich meine, Geld brauche auch auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen vielleicht nicht mal zwingend, ne? Wir können dem 200 oder 300 bieten und bekommen eigentlich alles von dem, was wir wollen. Das kann gut sein. So in die Richtung jedenfalls, vielleicht plus minus. Übrigens, über seinen Comlink hörst du jetzt, wie er richtig schlecht singt für die Menschen. Ich reboote mich jetzt mal. Gut. Ich hab's verstanden. Nee. Ja. Fiel mir doch gerade so ein, er ist Brandon Tasker, Alter, da muss ein Konzert geben. Richtig. Ja, klasse. Ich glaube, da haben wir jetzt schon wirklich was Gutes am Start mit dem. Was Positives. Ich werde mal auf jeden Fall noch wegen dieser Trollin, ich habe da jetzt schon den Typen angequatscht. Ach, wegen der Akte. Noch ein bisschen dauern. Wegen der Akte, ne? Ja, ich wollte mich nochmal auf den Data Havens umschauen, wegen den Kanalisationsplänen, damit wir wissen, wo wir uns ungefähr drauf einlassen. Ja, das ist vielleicht ganz gut. Weil die Wasserwerke, also die Stadtwerke von Moskau haben definitiv die Pläne irgendwo, nur die Frage ist, wie man drankommt. Aber du hattest, warte mal, jetzt OT, du hattest auch gesagt, dass Rabutnik die wahrscheinlich auch hat. Ja, die beiden. Aber da wäre ich nicht dran. Wobei Rabutnik vermutlich die moderneren hat. Ja, Gott, so viel verändert sich ja an Wasserplänen ja auch nicht. Wir machen einfach komplett ein Rohr dicht. Warum? Weil das besonders schön ist. Für Runner zum Durchkriechen, meinst du? Zum Beispiel. nee, das war jetzt nicht die Idee, da zu enden. Ja gut, nee, dann würde ich doch vorschlagen, wir haben alles, oder Vicky? Ja, ich glaube, bei dem Typen können wir es hier sein lassen. Nee, was heißt sein lassen? Wir haben sau vieles über den schon. Wir haben, ja, aber es ist ein bisschen traurig. Weißt du? Naja, aber na klar, wir haben jetzt nicht alles, was wir brauchen. Aber das ist der Grund, warum ich noch nie irgendwie was mit Hotsim auch gemacht habe, weil das auch so extrem schnell abhängig macht. Ich meine, du bist super schnell und alles, aber das war mir einfach mal zu krass. Schön, wenn man die Wahl hat, ne? Ja. Ich weiß schon, als Hacker ist es ja quasi dasselbe Ding. Da muss man von ISC ist immer schneller als du, wenn du nicht Hotsim bist. Das ist echt kacke, aber es macht halt so schnell abhängig. Aber dann kann ich ja froh sein, dass du klarkommst damit offenbar. Tja, gut. Bis jetzt keine Langzeitschäden gemerkt, oder? Nee. Gut. Dann kann ich das ja auch ganz gut verbergen. Offenbar schon, ja. So ab und zu, weißt du, wirfst du den Kopf ganz leicht nach links auf.
kennst du den rosa-roten Panda, den Originalfilm mit Peter Sellers? Nee. Also die Originalfilme mit Peter Sellers. Solltest du dir unbedingt antun. Ah, sehr schön. Ist ihn unheimlich gut. Unheimlich gut. Okay. Auch an unsere Zuhörer, schaut, wenn ihr es nicht kennt, Pink Panther, Peter Sellers, original, saugut. Es ist das Beste von Comedy von den alten Tagen, die es überhaupt gibt. Oh, und weil wir das immer als irgendwie Halbinsider erwähnen, Jochen Malmsheimer. Auch sehr geil. Alter, wer den Malmsheimer nicht jetzt schon gegoogelt hat mittlerweile, der tut mir einfach leid. Alter, das geht nicht. Das musst du machen. Ein Tag in dem Leben einer Sekunde, oder wie heißt das? Ich bin kein Tag für eine Nacht. Nee, Moment, da gibt's noch einen anderen. Lass mich mal eben kurz eben, ich schau mal in meine Library rein. Der Herr Gute Malmsheimer. Tresen lesen, ganz klar, muss man auch kennen. Also wenn man den Malmsheimer vielleicht nicht mag, und dann doch eher den Herrn Frank Gosen. Von und zu, Dankeschön, von und zu Frank Gosen. A40. Schön. Wo Leute, wie heißt, sagt er? Scheiße. Wo man Gesichter fressen nennt. Nee, bollige Leute. Wenn Worte reden könnten, so heißt's, genau. Wenn Worte reden könnten. Das ist ein sehr schönes Album. Kurze Werbung für Herrn Malmsheimer. Sehr guter Mann. Kauft euch das Album. Sehr gut. Ne? Ja, ich glaube, wir haben es dann aber auch für heute, oder? Ich denke, das brauchen wir jetzt gar nicht. Dann würde ich vorschlagen, Wiki. Warum habe ich eigentlich so Probleme, Wiki zu sagen? Es tut mir so leid, Wiki. Auf jeden Fall würde ich auch vorschlagen, fährst du mich heim oder möchtest du noch irgendwas machen? Ich setze dich auf jeden Fall ab, ja. Ja, das ist lieb, dankeschön. Dann werde ich mal Jojo noch unsere Eckdaten rüberschicken, oder? Auf jeden Fall. Was meinst du? Im Intro haben wir euch versprochen, dass Jojo irgendwie jetzt zur Gang rennt und so ein Gedöns. Das können wir leider jetzt nicht bringen. Und zwar deswegen, weil wir halt keine Versprechen halten. Das machen wir einfach nicht. Das hängt damit zusammen, dass ich ja, wie gesagt, mit Flumi irgendwie im selben Raum saß. Und da haben wir schon irgendwie mit zwei Rechnern da gesessen, um das irgendwie aufzunehmen, weil es mit einem Mikro nicht ging. Was an sich schon bescheuert genug ist. Und natürlich haben wir da nicht Kopfhörer aufgehabt. Das macht man nicht, das geht nicht. Das heißt aber auch, wir haben nicht mitbekommen, dass der Ping irgendwie zu der entsprechenden Zeit einfach mutzmäßig übel war. Das heißt, man kann sie es einfach nicht anhören, das geht nicht. Ich habe versucht, da irgendwas zu machen, das kannst du voll abessen, die Nummer. Deswegen möge ich das dann hier gleich zusammenfassen. Der RAN-relevante Dial, der ist aber noch gut, den haben wir da mal eine Pause zwischendurch gemacht, das funktioniert, also der kommt dann jetzt gleich im Anschluss. Aber Zusammenfassung von dem Gang-Gedingsel. Jojo ist hin und sah gleich ihren Ziehvater, den Gangboss, der offensichtlich in dieser Situation, die sich jetzt anbahnt, sehr viel Hirnschmalz braucht. Das heißt, er war gerade dabei, den Kopf eines jüngeren Gängers zu knacken, um da ranzukommen. Da gab es auch irgendwie ein bisschen Stress, der wollte da messern, also der Kleine, und das geht natürlich nicht und da musste man sich durchsetzen und so weiter, bla bla bla. Dementsprechend war die Laune von allen Beteiligten. Jojo hat sich dann direkt danach mit ihrem Pseudobruder gestritten, weil sie einfach keine Fürsorge versteht. Sie ist ja eine sehr unangenehme Person, einfach die es nicht wahrhaben will, wenn sich einfach mal jemand sorgt und kümmert. Und der Bruder ist ja wohl der liebste und beste Mensch, das hat man ja wohl mitbekommen. Also auf jeden Fall Jojo schuld. Und danach ist sie mit ihrem Ziehvater losgezogen und da hat man wieder Schulden eingetrieben, weil beide sich wohl ein bisschen abreagieren mussten. Das hat auch einigermaßen funktioniert, zumindest bei ihm. Man hat sich darauf geeinigt, obwohl er erst meinte, hier, du hältst dich gefälligst raus, Kleine. Hat man sich darauf geeinigt, dass sie bei Stevan sich ein bisschen umhört, was mit den Spikes läuft, denn die werden sich ja höchstwahrscheinlich in diese ganze Sache einmischen. Und B, was sie in Donskoy mitbekommt, wenn irgendwas Gang-Relevantes kommt, irgendwelche Sachen, die da geplant werden, dass sie dann Bescheid stößt. Das war es auch im Wesentlichen. Also siehst du, hast du ja nicht verpasst. Passt schon. Und der richtige Teil, der kommt nün. Nächster Tag haben wir gesagt, ne? Ja. Gut. Also das ist der Montag. Da wird, noch bevor du dazu kommst, den geneigten Zappel anzurufen, Vicky dich anrufen. So gegen 9:47 und 23 Sekunden. Vicky! Guten Morgen. Das, du hörst dich müde an. Ja, nee, nicht so wirklich auf jeden Fall. Das ist aber ein Problem. Und zwar wollte ich mich ja mit diesem Typen treffen. Also, wie sich rausgestellt, ist es eine Typin, aber das ist egal. Wegen der Makarov da, der Trollin, ne? Ja. Und der Typ, der uns reinbringt, hat gesagt, als Gegenleistung soll ich seine Karre machen. Und ich habe mir das jetzt gestern nochmal schnell angeguckt und das ist extrem viel Arbeit. Das heißt, es wäre super, wenn du... Brauchst Hilfe bei der Karre? Nee, ich brauche eher Hilfe bei der Alten da. Bei der Makarov? Ja, also bei der Frau da, die reden wollte.
Hey, Makarov ist doch die, wo ich sowieso noch hin wollte. Ja, da wolltest du hin und ich wollte rauskriegen, warum die verurteilt wurde und oder was da genau war. Und ah, da jetzt hätten weiß wir ich. Was. Genau, und da hatte ich jemanden bla und es wäre überhaupt kein Problem, wenn du statt mir hingehen würdest. Also ich meine, boah, du bist ja... Ich vertraue dir halt, dass du das hinkriegen würdest, wenn es für dich ginge. Geht für mich, aber dann musst du mir noch ein paar Sachen vorher erzählen. Ja, das ist die... Das ist die Frau von jemandem, der verstorben ist. Kürzlich, die ist so Ende 50, glaube ich. Der Typ, der war da Anwalt, Staatsanwalt. Und hat wohl auf dem Totenbett gebeichtet über ganz viele Sachen, die man halt so auszuplaudern hat, wenn man Anwalt ist und noch ein bisschen mit einem christlichen Touch. Und du weißt ja, wie das ist. Nee, aber egal, ja. Du kannst dir vorstellen, wie das, was dann abgehen kann. Auf jeden Fall, sie redet. Kostenlos. Wo wohnt die? Oder wo trifft man sich mit ihr? Oder wie läuft das dann? Du würdest dich mit ihr in einem Café treffen. Wie ist sie so drauf und in welchem Gebiet liegt das Café? Ich habe leider keine Ahnung, wie die drauf ist. Ich kenne die leider auch nicht. Die wurde mir nur da weitergegeben. Okay, ich habe keine Sinn, das weißt du. Das Café ist in Sokol, das dürfte gehen. Okay. Entschuldigung. Sie gibt dir einen Link, es ist das Café, wo ihr schon mal wart, für den Polizeieinstiegsrun mit dem Horizon-Typen, also das relativ entspannte Ding. Oh, gut. Okay, und sie weiß, dass ich mit ihr rede und ist sie irgendwie, wie ist denn die drauf? Ist sie sehr traurig wegen ihres verstorbenen Mannes oder wie bla, weißt du nur, damit ich weiß, wie ich mit ihr umzugehen habe? Ich habe leider gar keine Ahnung, aber okay. Ich glaube, ich glaube, die so kriminellen Scheiß findet die bestimmt nicht so geil. Also nimm irgendeine Schiene, wo du Fragen stellen kannst, ohne dass es irgendwie komisch wirkt. Und nimm halt einen Namen außer Jojo, vielleicht einen, den man haben könnte. Okay. Irgendwas Offizielles, bla. Pff, du hast noch nicht mit der gequatscht, oder? Noch gar nicht. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, passt. Na, ich könnte es auch übermorgen machen, aber ich weiß nicht, ob das unseren Zeitplan zu sehr fickt. Passt schon, mach ich. Danke. Auf dem Weg besorge ich dann die Stoffe. Gut. Dann bis die nächsten Tage und vielen Dank nochmal. Nimm eine Aspirin. Mach ich. Düt. Hat sie Jojo jetzt eine Nummer gegeben? Natürlich hat sie dir, nein. Aber es kommt eine Nachricht nach mit einer Uhrzeit für heute in dem Café und einem Bild von der Alten. Die Frau hat wohl eine frühere Generation Cyber-Ohren. Hä, ich dachte, sie hat noch nie mit ihr gesprochen oder irgendwas anderes. Wie ist denn die dann an einen Termin gekommen? Mit ihr im Café? Durch den Vermittler, der Zwischentyp, den irgendjemand musste sie erkennen, ne? Oh. Kommen sie einfach an irgendwelche Leute ran. Und da gab es offenbar schon einen Termin. Okay. Und es gab offenbar auch ein Bild. Also die Frau hat die eine frühere Generation Cyber-Ohren bekommen, die, also so ein paar Leute, die du damit getroffen hast, die waren nicht 200%ig zufrieden damit, aber immerhin, sie funktionieren und alte Menschen hören eh nicht mehr so gut, deswegen ist es auch egal. Ansonsten halt, sie wirkt ordentlich, aber nicht zu ordentlich. Also sie hat bestimmt ihren Haushalt immer zufriedenstellend geführt und noch genug Make-up aufgelegt, auf dass ihr Mann freudig sich an ihr erfreuen könne, wenn er nach Hause kommt, aber nicht über Bitchy, jedenfalls nicht auf dem Bild und auch nicht, also nicht eine dieser alten Frauen, die einfach noch so richtig krass aufgetakelt sind, was minimal merkwürdig wirkt. Nicht nur der Alliteration wegen, sondern halt, ne? Und genau. Keine Bügelfalte, keine Angst. Sie wird Vicky noch eine Nachricht schreiben. Weißt du, wie die auf, wie die generell auf Metas zu sprechen ist? Ihr Mann war früher bei Humanis, sie auch, aber hat sich inzwischen um 180 Grad gedreht. Um 180 Grad, das ist gut. Ja. Also sie ist jetzt, um genau zu sein, Mitglied der MOM. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Also der Austritt erfolgte quasi in der Sekunde, wo der Mann wirklich dann unter der Erde lag, sofort, so, ich möchte hier gern verschwinden und bei euren Feinden eintreten. Gut, was gibt's für Zeitungen außer Internetblogs? Es gibt doch bestimmt auch so Online-Zeitungen und irgendwie so ein Krams, oder? Na klar. Gut, und da gibt's bestimmt auch irgendwelche kleineren Online-Zeitungen, von denen man nicht immer so unbedingt hört, oder? Für jede politische Partei, für jeden Polyclub, für jede
technische Zeitung, wissenschaftliche Zeitung, religiöse Zeitung, auch irgendwelche alles. Halbwegs, naja, irgendwie was, was jetzt nicht direkt für irgendein Ding ist, wo sie direkt nachverfolgen kann, dass Jojo da keine Praktikantin ist. Wie soll die nachverfolgen, dass Jojo keine Praktikantin ist? Solange die niemanden kennt, Praktikanten werden nicht aufgelistet. Das sind Kaffeeholer, nicht mal Mitarbeiter werden zwingend aufgelistet. Gerade in SR glaube ich sogar, dass die guten alten, wenn du darauf hinaus willst, rasenden Reporter eher mal nicht so hundertprozentig verzeichnet sind, beziehungsweise nicht immer mit richtigem Namen, weil die ja doch auch gern mal Anschlag werden können, ne? Mhm. Von Dingen. Na, ich rede jetzt nicht direkt von, ja, hier, ach scheiße, wie heißt das? Volontariat, genau. Ja, sowas steht da in 90% nicht öffentlich, wer da wo wie was. Das bedeutet, nachdem Jojo sich eine Liste der verfügbaren Moskauer Online-Zeitungsgedöns gesucht hat und sich dann eine ausgesucht hat, die halt so ein bisschen in die Pro-Meter-Richtung geht, aber nicht zu extrem. Ich schlage vor, also was mir gerade noch einfällt, ist die Zeitschrift, die die Journalismusstudenten der hiesigen Universität rausbringt, kostenfrei. So, das ist nicht direkt eine Campus-Zeitschrift, natürlich ist die immer noch so ein bisschen jugendlich und fresh, aber die ist einigermaßen pro Meter. Und also das ist das so, was mir einfallen würde, wenn ich mir Jojo angucke, von wegen Studentin. Das psychellose Leben, ihr Niesen, weißt du? Naja, an sowas dachte ich halt. Ich dachte eher an eine Volontariatsstelle. Ja, na klar, aber die kann man ja auch als Student haben in den Sommerferien. Irgendwie sowas. Ja, passt. Wie heißt die? Du sprichst dann mit Frau Schukow. Schukow, alles klar. Nee, ich meine aber eigentlich eher die Zeitschrift. Aber ach, du meinst Zeitung. Die Zeitschrift. Ja, das ist... Na hier, so eine Zeitung halt. So ein Typ, ne? Nein, warte. Das ist die Moskau-Universitäts-Zeitschrift. Ich dachte jetzt, sie heißt einfach nur Leben in Moskau. Aber... Das klingt irgendwie eher nach so einer Brigitte oder nach so einem Lifestyle-Ding, Alter. Komm schon. Nein, es ist die... Moskauer Universitätszeitschrift. Fertig. Okay. Die MUZ. Mütz. Jo, die Mutz. Die Mutz. Was Mutz, das Mutz. Alles klar. Es ist immer noch üblich, dass man sich halt einen Namen und wie so ein Pannen etc. pp. Ausstrahlt, ne? So einen Namen ausstrahlt, irgendwie von wegen meine Facebook-Seite hier. Irgend sowas in der Richtung AR-mäßig zumindest. Gut. Dort oben, ja. Das bedeutet, Jojo legt sich jetzt zumindest einen Account an, damit sie halt was hat, was sie da irgendwie ausstrahlen kann. Und mit dem wundervollen Namen, keine Ahnung, Nadja Frolov, ernsthaft? Gut, von mir aus Nadja Frolov. Ja, Nadja Frolov, das klingt doch schon auf jeden Fall irgendwie nach Jojo, ich weiß gar nicht, was du hast. Nadja Frolov, Alter. Das klingt nach Zähne einschlagen, aber okay, dann wird sie sich ein wenig zurecht machen. Bedeutet, sie zieht mal eine Jeans ohne irgendwelche Patches an. Und es ist ja warm, ne? Irgendwie ein einfaches. Ah, Mist, nee, es muss schon was Langärmeliges sein, damit man die Tattoos nicht sieht. Meinst du, dieses fette Trollgang-Tattoo würde sonst irgendwie negativ irgendwie aufschlagen oder dieses Bruderliebe-Tattoo oder diese ganzen anderen Sachen? Ja, langärmlich wäre klug. Richtig. Langärmlich oder Sprühhaut? Kommt drauf an, wie heiß es ist oder warm es ist. Also Sprühhaut klingt definitiv nach einer Option. Gut, dann wird's Sprühhaut sein. Und einfarbige Haare in einem Kastanienbraun. Sowas Spießiges habe ich lange nicht mehr erlebt, ey. Einfarbige Haare. Vielleicht mit ein oder zwei eingefärbten Strähnchen. Oh, jetzt wird's aber schon wieder ganz schön... Na, man ist ja Studentin. Genau. Und ja, dann schminkt sie sich noch so ein bisschen, also so, dass sie quasi so ein bisschen anders aussieht, also ein bisschen auf Verkleiden-mäßig, weißt du? So, das darfst du mir bitte würfeln. Züge. Okay. Also bei Impersonation habe ich 3 Erfolge und beim Verkleiden habe ich 2 Erfolge. Sehr gut. Gott, bin ich gut. Wir sind so sophisticated heute. Wir sind heute einfach mal gut bestückt, was Würfel angeht. Wir sind heute so gut bestückt, sag das mal Düse. Ich bin heute gut bestückt, Düse. Okay. Also, du schlägst da auf, sagst du. Ja. Gut. Wie hatte ich mich nochmal genannt? Julia Frolov. Na, aber. Nee, Nadja Frolov. Meine ich doch. Weiß ich doch, habe ich mir gemerkt, war total wichtig für mich. Also. Ist die nochmal? Was? Wie hieß die nochmal?
Na hier. Die hieß doch Schukow. Schukow, alles klar. Ja, genau, du kommst da an und das Ding ist wie beim letzten Mal nicht so hundertprozentig gefüllt, aber halt so ein bisschen mit Leuten, die mal ins Café gehen. Oh, ist das krass, was bist du für Infos? Keine, sehr gut. Sie sitzt schon da, trinkt ihren Tee, hat einen Teller mit Plätzchen geordert. Ich muss jetzt nochmal eine ganz blöde Sache fragen, bevor ich da reingehe. Und zwar, wie ist denn das da mit Bezahlen? Brauche ich da wieder eine SIN, um bezahlen zu können? Also, vielleicht solltest du nicht unbedingt was bestellen. Ja, was schon wieder scheiße ist, weil A wird sie darauf bestehen, dass ich sie einlade und zum Zweiten... Hättest du mich diesen Satz noch zu Ende bringen lassen? Sie trinkt ihren Tee und hat schon einen Teller mit Plätzchen geordert. Achso, wird das direkt bezahlt? Ja, auf jeden Fall. Okay, gut, dann tritt Jojo mit einem freundlichen Lächeln ein. Oh, sie kommt nicht reingehüpft, das ist so schön. Ja, sie ist da halt rum und wartet und weiß nicht, wer du bist. Nee, die Jojo bleibt kurz stehen, blickt sich um, auch wenn sie sie schon vorher gesehen hat, blickt sie sich trotzdem um, sieht sie dann und geht lächelnd auf ihren Tisch zu. Ja, sie steht dann auf und reicht dir ihre knorrige Hand so mit gekrümmten Fingern, weißt du? Es ist gut, dass es 2080 keine Portemonnaies mehr gibt. Das ist so eine Frau, die so mit gekrümmten Fingern im Portemonnaie rumrührt, dann einen Schein an der Kasse gibt und gerade dann, wenn sie das Wechselgeld bekommt, sagt, ich hab's ja doch passend. Weißt du, so eine wäre das. Ich dachte, das ist eine von denen, die dann ihr Portemonnaie da offen, also erst selber Ewigkeiten rumsucht und dann ihr Portemonnaie offen hinhält. Nehmen Sie es sich mal selber raus. Nee, dafür ist die gute Frau zu stolz. Das macht sie selbst, auch wenn es, also macht sie nicht mehr, aber würde sie machen, weil auch wenn es Stunden dauert. Guten Tag, junge Frau. Guten Tag, Sie sind Frau Schukow, richtig? Genau. Und ich habe das Vergnügen mit Frau... Frohloff. Frohloff. Sehr erfreut. Deutet mit so einer einladenden Handbewegung A auf den Sitz und B auf den Plätzchenteller. Möchten Sie vielleicht noch was trinken? Kaffee? Tee? Im Augenblick nicht, vielen Dank. Gut. Sie ganz wie zu Hause, Sie sagen es einfach, ja? Sie hat außerdem schon so ein bisschen, obwohl ja noch nicht so hundertprozentig alt ist, dieses Alterszittern, wo dann der Kopf immer so ein bisschen durch die Gegend wackelt. Alles klar. Setzt sich dann auch. So, erstmal möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie überhaupt die Möglichkeit bekommen, mit Ihnen zu sprechen. Da brauchen Sie sich nicht bedanken. Das ist meine Pflicht vor dem Herrn und vor den Menschen, die Dinge, die mein Mann mit ins Grab genommen hat, zu erzählen. Das freut mich wirklich. Ich habe, also erstmal, um mich vielleicht ein bisschen vorzustellen, ich arbeite, ich bemühe mich gerade bei der Universitätszeitschrift mitzuarbeiten. Und wie Sie sicherlich wissen, oder naja, vielleicht, müssen wir alle, also die Anwärter müssen alle einen Artikel schreiben und die besten 5 werden dann angenommen und wenn die gedruckt werden, dann dürften wir da halt mitarbeiten. Und deswegen hoffe ich, dass ich vielleicht mit Ihrer Hilfe die Gelegenheit bekomme, diese Chance wahrzunehmen. Ich helfe gern, natürlich. Es muss ja sehr aufregend auch sein. Ja, das ist es in der Tat. Ich freue mich auch schon riesig darauf. Wenn ich das mal kurz sagen darf, Alter, Jojo, so eine dreckige Hure, oder? Also, Quatsch. Also, so eine miese, manipulative Bitch. Gut. Nein. Nee, gar nicht. Schon okay. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht. Das solltest du auch. Das tue ich auch. Gut. Danke, lieber Spielleiter. Gern geschehen. Du bist so gemein. Gut, also ich habe, so ein bisschen halt Matrix recherchiert und so und bin da auf auf so ein paar Sachen gestoßen, die mich ein wenig irritiert haben und wo sie mir bestimmt weiterhelfen können. Und zwar habe ich mich mit... Es geht ja um diese der junge Troll, also genau. Nicht mehr junge Trollin. Genau. Und zwar beschäftige ich mich mit Gerichtsurteilen, die, sagen wir mal, mit Vorurteilen gegenüber Metamenschen bei Gerichtsurteilen. Am Beispiel. Ich verstehe, was Sie meinen. Das,
an diesem Ort, ja, mit Körperverletzung und Vandalismus, das hat diese junge Frau ja getan, aber mein Mann hat da sehr viel Aufzeichnungen hinterlassen, auch die müssen wissen, die Umstände ließen eigentlich keine Wahl, das ist furchtbar, wenn ich mir vorstelle, da in der Situation dieser jungen Frau gewesen zu sein, das oder wirklich Großes, also sie hat großes Leid erfahren und darüber spricht keiner, wenn ich das... Sie holt jetzt einen Datenchip raus und das ist übrigens sehr anstrengend, so zu sprechen, und gibt ihn dir und also sie wird das dir jetzt im Wesentlichen erklären. Du findest auch die Eckdaten quasi auch da drauf, aber nicht irgendwie offiziellen Kram, sondern halt die Notizen des Anwaltes. Also diese junge Frau, die hat schon immer in diesem sozialen Brennpunkt im Süden Donskois gelebt, bekam dann mit 18 bekam sie ein Kind, ein junges Mädchen und hat sich da also von den Aufzeichnungen, wie Sie hier sehen, immer sehr bemüht, war bei den ganzen Untersuchungen im Kleinkindalter, auch bei Pränataler Diagnostik auch schon vorher und so weiter, die ganzen Screening-Verfahren, auch wenn das, also das muss, sie war damals angestellt, aber keine guten Konditionen, so wie ich das gelesen habe, und also da viel Geld auch investiert, das für das Wohl ihrer Tochter, aber diese Tochter wurde nicht als Trollin geboren, sondern menschlich, also die für uns heute ursprüngliche Gattung Mensch, und bei der letzten Untersuchung hatte sie dann einen anderen Arzt, den Namen, der ist mir entfallen, finden Sie aber auf diesem Chip, und der war auch wie mein Mann und ich leider lange bei dem Humanes Poly Club und hat da Bedenken geäußert, dass diese Trollin dieses menschliche Mädchen quasi nicht richtig aufzieht, dass sie ihr nicht alles gibt, was so ein Kind braucht, wissen Sie. Und es gab dann tatsächlich ein Verfahren, eine Anklage von meinem Mann, Gott hab ihn selig. Der Staat klagte gegen diese junge Mutter und entzog ihr durch auch die Aussagen dieses Arztes, die meiner Ansicht nach, also ich weiß es nicht, aber bestimmt sehr überspitzt auch waren, verlor sie das Sorgerecht für dieses Kind und es wurde dann zur Adoption freigegeben. Die junge Mutter wurde da nicht zu einer Verhandlung eingeladen, niemals als Zeugin befragt. Das Kind wurde ja einfach weggenommen. Also sie wusste von diesem ganzen Verfahren nichts und wurde dann einer anderen Familie, die wohl dem Humanes Poly-Club da genehmer war, wurde dieses junge Mädchen übergeben. Und als diese junge Mutter, das, also Mama Makarov, als sie das erfahren hat, da verständlicherweise natürlich hat sie da die Beherrschung verloren, ist zum Gericht und hat da einen Beamten sehr schwer verletzt und wohl auch Gewalt gegen Gegenstände angewandt. Aber wenn man sich die Umstände bedenkt, also für mich ist das nachvollziehbar. Steht auf dem Chip, wie sie verurteilt wurde? Ja, mit einer Geldstrafe. Also die, trotz Körperverletzung? Ja, die die Strafe ist schon ganz schön gering, auch in Anbetracht dessen, dass Trolle einfach mal immer viel härter bestraft werden oder Metas meistens härter bestraft werden als andere. Ist die schon echt, also die musste irgendwie 4K blechen, sie hat das auch innerhalb von 10 Jahren mal hinbekommen, aber das war schon ganz schön wenig. Ja, Jojo nickt nur. Schaut die Frau an, sieht halt auch ein kleines bisschen erzürnt aus. Das aber auch einfach, weil sie das wirklich ungerecht findet.
Was? Ja, kaum zu fassen, oder? Sehen Sie, aber genau sowas meine ich halt. Ja, das eigentlich Furchtbare ist eigentlich der... Also, im Alter von 14 Jahren entwickelte sich doch aus diesem jungen Mädchen dann ein Trollin, eine junge Trollin. Und also in den Akten steht, dass sie ausgerissen ist aus dem Elternhaus. Es war ein sehr gutes Elternhaus, also auch in einer guten Gegend. Sie hat da gute Schulbildung und alles genossen, sicherlich. Ich weiß nicht zu sagen, wie viel Liebe und ob auch Gottes Ehrfurcht diesem Mädchen angeboten wurde, quasi, aber sie, also in den Akten steht, dass sie da ausgerissen ist. Wenn ich mir im Nachhinein so alles überlege, was man eigentlich im Humanes Polyclub miterlebt hat und immer anders bewertet hat, als ich das jetzt so tue, dann bin ich mir da nicht sicher, ob nicht vielleicht auch ob das Mädchen nicht verstoßen wurde. Weiß man, was aus dem Mädchen wurde? Ich auf die Anfrage des Werten, ich habe seinen Namen vergessen. Ich habe recherchiert. Sie ist 3 Tage später tot aufgefunden worden. Hat man ihre Mutter darüber in Kenntnis gesetzt? Also wenn man, also man kommt ja immer was mit, so Rechtsdinge von meinem Mann, der war ja ganz aktiv bei Vaterschaftsfragen und Sorgerecht, Hilfen zur Erziehung und so weiter. Also da das Sorgerecht bei nicht mehr bei Frau Makarow lag, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie davon Kenntnis hat. Weiß man denn, wer, also welche Familie das Mädchen aufgenommen hatte? Bestimmt, oder? Ja. Sie, das finden Sie auf dem Chip. Ah, ja, stimmt, da sehe ich es auch. Vielen, vielen Dank. Warte mal, auf dem Chip findest du übrigens auch, dass diese Familie eine 6-jährige Tochter hat. Jetzt? Eigenproduktion. Ah, okay. Okay. Ja, Jojo überfliegt die Sachen halt nochmal ganz kurz, damit sie jetzt nicht nochmal Fragen stellt, die sie nicht stellen muss. Das ist ziemlich viel und das ist ziemlich umständliches, teilweise Beamtengelaber. Du weißt ungefähr, was drauf ist, bla bla, aber ne? Musst du nochmal genau angucken. Alles klärchen. Ich meine, man muss Bedenken haben, dass die Frau abnippelt, wenn du das genau durchliest, also frag lieber schnell. Ja. Stehen Sie die Frage jetzt nicht falsch, aber die Strafe, die man ihr hinterher gegeben hat für die Körperverletzung und für den Vandalismus, die ist ja doch im Verhältnis recht gering ausgefallen. Ich habe lange viele Fehler gemacht und hätte bestimmt vor einigen Jahren hätte ich gesagt, dass die Strafe viel zu gering ausgefallen ist, egal wie hoch sie gewesen wäre. Ich kann deswegen das nicht mehr einschätzen, was hier gerechtfertigt ist, was nicht. Vielleicht hatte der Richter ein Nachsehen, ob der wegen der Umstände auch. Vielleicht wollte ich weiß. Doch, man sagte sowas, dass es gibt große, die Gefängnisse sind überfüllt und gerade entsprechender Raum für Trolle ist meistens sehr rar. Also deswegen, vielleicht war das einfach deswegen diese Entscheidung. Ja, das ist sicherlich möglich. Ich hab's nur gesehen, also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich meine, ich bin froh, dass die Strafe so gering ausgefallen ist, aber es sprang mir halt ins Auge, weil eigentlich sind solche Verurteilungen ja hart, aber ihr Argument ist selbstverständlich. Ich kann es Ihnen leider auch nicht sagen. Kennen Sie denn vielleicht noch ähnliche Fälle, wo das so gelaufen ist? Keine. Die Aufzeichnung meines Mannes, da ist das der einzige Fall. Und von anderen Sachen weiß ich nichts. Er hat ja nie über die Arbeit gesprochen. Ja, das sehe ich natürlich ein. Das ist
Natürlich. Ja, du siehst schon so, die Frau hat ordentlich Schuld getankt. Ja, Jojo guckt sie halt an. Danke Ihnen auf jeden Fall vielmals, dass Sie mir so sehr weitergeholfen haben. Und was ich Ihnen nochmal sagen muss, ich finde das sehr bewundernswert, was Sie jetzt hier tun. Wirklich. Also ich glaube nicht, dass es viele gäbe, die hinterher so offen über ihre Fangen... da kriegt gerade die Spielerin... rutscht gerade auf ihrer Schleimspur aus. Es geht eigentlich. Jojo möchte eigentlich wirklich, dass sie sich besser fühlt. Weil eigentlich ist ja wirklich gut, was sie da tut. Das ist vor allen Dingen Jan schön mutig. Deswegen sagt sie jetzt auch, wenn es ihn... Also ich möchte nicht, dass mein Name oder der oh, meines Gott hab ihn selig da vorkommt. Ich hatte viele, viele sehr unschöne Nachrichten nach meinem Austritt beim Humanes Polyclub und möchte da nicht noch mehr. Sie verstehen. Um Gottes Willen, Frau Schukow, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Selbstverständlich würde Ihr Name nicht auftauchen, wenn Sie das nicht möchten. Allerdings wollte ich Ihnen nur meine Bewunderung ausdrücken zu diesem Schritt, den Sie da gemacht haben. Wir alle. Man bekommt es nicht so mit. Man denkt immer, man selbst ist im Unrecht. Jetzt mit dem Tod meines Mannes habe ich nochmal... Gott hat mir die Chance gegeben, eine zweite Perspektive auf das Leben zu erhaschen. Und wir alle verantworten uns mit unseren Taten beim jüngsten Gericht. Ich möchte die Chance wahrnehmen, um vielleicht Dinge aufzuzeigen, die so nicht... Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe, was Sie meinen, selbstverständlich. Sie zückt den guten alten Inhalator. Nimmt erstmal einen kräftigen Zug Spaß. Okay. Also nicht Spaß, sondern schon eher medizinischer Spaß. Ja, das dachte ich mir schon. Er hat jetzt keine Runde Bliss genommen. Da muss er auch immer mal wieder reinpieksen. Oh Gott, wie dreckig er dann noch lacht. Natürlich. Gut, Frau Schukow. Wie gesagt, ich bedanke mich vielmals für Ihre Hilfe. Gern, wenn noch was. Sie schickt ihren Com-Code. Vielen Dank. Sollte ich noch Fragen haben, darf ich Sie dann anrufen? Natürlich. Aber Sie werden verstehen, dass im Alter hat man andere Gewohnheiten, als wenn man noch jung Partys, Poetry Slam, was die Jugend so. Sie verstehen. Natürlich. Jojo denkt sich gerade, alles klar, keine Anrufe nach 9 Uhr abends. 8 Uhr abends. Also ich wollte gerade sagen, ich glaube, du hast die Sachlage noch nicht ganz verstanden. Sie würde dich dann schön früh um 7 zurückrufen, weißt du? Gut, Frau Schukow, dann danke ich mich vielmals und verabschiede mich dann noch erstmal von Ihnen. Wenn ich noch Fragen habe oder Sie vielleicht nochmal das Bedürfnis haben, irgendwie... Wenn ich die Gelegenheit bekomme, öfter zu schreiben, dann wende ich mich vielleicht auch gerne nochmal an Sie, weil Sie sicherlich sehr viel Interessantes zu erzählen haben. Jetzt reden Sie mit mir doch noch nicht, wie mit einer alten Frau viel Interessantes zu erzählen haben. Ich weiß, dass das, was ich Ihnen gesagt habe, ist ganz skandalös ist. Und das ich hoffe, Sie machen einen Skandal aus dieser Sache. Natürlich, aber nach dem, was Sie erzählt haben, wissen Sie, haben Sie sicherlich noch mehr solcher. Deswegen, Verzeihung, Schon, das ist. Jugendlicher Überschwang, Sie verstehen. Ich kenne das Bedürfnis, so mit alten Menschen reden zu wollen, aber wenn man selbst in das entsprechende Alter kommt, stellen sich die Dinge immer noch mal etwas anders dar. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben Sie recht. Ja, sie verabschiedet sich auch dann, schiebt dir nochmal schön den Keksteller hin. Jojo nimmt sich einen Keks. Gut, du hast Bliss getankt. Und geht dann zu ihrer kranken Gymnastik. Das glaubst du nicht. Natürlich nicht. Jojo macht sich jetzt auf jeden Fall noch auf, um alle Textilien etc. pp. Zu besorgen und den Stoff vielleicht noch ein bisschen auf alt zu machen und so weiter und so fort.
Die Mädels waren, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie produktiv Düse war, aber er war bestimmt produktiv. Also produktiver als Jojo, aber... ihr habt schon auf jeden Fall ein gleichwertiges Level an vielleicht hilfreichen Sachen irgendwie gehabt. Echt? Oh, dieses Mädel ist so scheppig, ne? Die arme alte Frau. Wobei ich ja jetzt mal so im Outro nochmal sagen muss, am Ende, ich meine, sie hat ein bisschen geschwollen dahergeredet, aber einfach, weil sie solche Situationen nicht mehr gewöhnt ist, aber... So ein bisschen fand sie die Frau ja gut, die alte, ne? Ganz jetzt Jojo fand die alte gut. Ja, klar. Okay, genau. Ich meine, so wie du die behandelt hast, war auch auf jeden Fall, du warst ja so ehrlich und du wirst auf jeden Fall das skandalisieren und so. Natürlich. Na klar, wirst du es nicht ausnutzen, um diese arme Trollin richtig hart ins Knie zu ficken. Nee. Vielleicht liefere ich ihr auch einfach nur Gründe, um mal ein bisschen auszurasten. Toll! Sie meinen, sollte sie auch mal die Wahrheit über ihre Tochter erfahren. Trollin im Todestrag. Na, viel Spaß. Mal gucken. Outro. Ja, wir waren eigentlich mal beim Outro dran. Wir labern mir viel zu viel Dünnpfiff. Das ist vollkommen okay. Ach so, ist es nicht, nee, ne? Hier, bis auf. Shadowrun gehört volle keine Tops. Und in Deutschland, krass, Pegasus, wie immer. Und wir, Creative Common Non-Commercial Attribution 3.0. Und das kennst du ja alles. Bei 3.0? Was? Ja, Flummi kennt sich auf jeden Fall richtig aus mit dem ganzen Kram. Die hat das studiert quasi. Die ist da einfach unsere Fachfrau. Wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann gehen wir zu ihr und die sagt, dann ist mir das scheißegal. White Russians mit Bildungsanspruch. Na, aber, ach genau, haben wir heute irgendwas gelernt? Haben wir heute was gelernt? Wir haben gelernt, dass wenn man selbst alt ist, dass man dann irgendwie einen anderen Blickwinkel hat, wenn man so komisch mit alten Leuten redet. Also, Wir haben gelernt, weniger respektvoll mit euren Omis und Opis. Die wissen das nicht zu schätzen, glaub mir. Okay, das ist Punkt 1. Und wir haben auch gelernt, dass Menschen plötzlich dem Tod von Geliebten irgendwie plötzlich eine Bedeutung geben und alles im Leben umkrempeln, was schon ein bisschen merkwürdig ist, meiner Ansicht nach. Oh, plötzlich ist alles ganz anders. Plötzlich finde ich das doof, wenn ich Metas diskriminiere. Du hast das eingebaut, du kleiner verfickter Heuchler. Na, weil es die Wahrheit ist, so sind doch die Menschen. Nein, sie wollen nur so sein, sie sind es aber nicht. Darüber lässt sich geflissentlich streiten, was wir jetzt auch noch eine Weile tun werden. Und dann behauptet nochmal irgendwer, das wäre meine Welt. Nein, das ist Trollis Wunschwelt, in der wir hier spielen. Trollis Wunschwelt, in der alte Menschen sich ihr Leben nochmal vollkommen umkrempeln, wenn der Ehepartner stirbt. Was lernen wir daraus? Ehen sind scheiße. Das, ja, doch, vollkommen korrekt. Ich meine, in der Ehe war die Frau ein richtiges Biest, humanes und so weiter, voll die bösartige alte Kuh. Ehe vorbei, sehr geil. Doch, damit können wir abschließen. Es ist traurig, dass ich dir das sagen muss, was du da eigentlich alles aus dem davon gehe ich. Ich gehe ja davon aus, dass jeder weiß, dass er nicht so irgendwie sinnig ist. Aber jetzt nochmal, ja, das ist okay. Die so. White Russians haben nichts gegen Eheschließungen. Das klingt jetzt auch sehr glaubwürdig, zumindest aber... Zumindest nichts, das dagegen helfen würde. Es ist nicht das erste Mal, dass wir potenziell irgendwelche Zuhörer anpissen, deswegen ist das irgendwie auch... machen. Okay, wenn du das sagst. Es ist einfach die Wahrheit. Es ist deine Wunschwelt. So, tschüssen. Tschüss.